Liebe Gäste, liebe Freunde, im Namen von der Regionalgie Solothurn begrüße ich Sie ganz herzlich zum Energieforum 2024 und sage merci. Merci vielmals, dass Sie uns Ihre Zeit schenken und dass wir den heutigen Abend gemeinsam erleben dürfen. Es ist tatsächlich schon das 15. Energieforum, das wir als Tradition aufrechterhalten können. Und ich freue mich, dass wir auch dieses Jahr ein spannendes Programm haben, das auf uns wartet. Ein Programm, das sich dem Thema Entscheidungsfindung widmet. Und Entscheidungsfindung ist etwas, das uns alle betrifft und das nicht immer ganz einfach ist. Entscheidungsfindung ist auch für die Energiewelt immer wichtiger. Und ich übergebe jetzt sehr gerne das Wort unserem Direktor, Marcel Rindlisbacher. Und ich bitte Sie, liebe Gäste, um einen freundlichen Applaus für Marcel. Sehr geehrter Kantonsratspräsident Marco Luppi, sehr geehrte Mitglieder vom Kantonsrat, sehr geehrte Frau Stefanie Ingold, unsere Stadtpräsidentin, werte Gemeindepräsidentinnen, Gemeindepräsidenten, Mitglieder der Gemeinderäte, liebe Gäste. Herzlich willkommen zum Energieforum 2024. Danke auch von meiner Seite, dass Sie mit uns gemeinsam den Abend verbringen. Wir werden als Höhepunkt mit der Verleihung vom Regioenergiepreis Leistungen wertschätzen, die im Zusammenhang mit umwelt- und klimagerechtem Handeln stehen. Vor der Preisverleihung werden Sie von unserer diesjährigen Referentin Einblick in ganz neue Sphären erhalten. Das Engagement war ein längerer Wunsch von mir und ich bin stolz auf meine Crew, dass mir das jetzt gelungen ist. Abmeldungen sind eingegangen vom Herr Landemann Peter Hodl und den anderen Regierungsratsmitgliedern. Sehr geehrte Gäste, mein Eröffnungsvortrag trägt den Titel «Nicht entscheiden ist keine Option». Wir haben heute rund 250 Gäste, die sich ordentlich für den Anlass angemeldet haben. Einige sind kurzfristig verhindert gewesen, andere sind spontan erschienen. Alles tipptopp. Bevor Sie sich aber angemeldet haben, mussten Sie müssen Entscheiden fällen. Will ich als Energieforum? Kann ich als Energieforum? Gehe ich allein oder nehme ich eine Begleitung mit? So steht es auf der Einladung. Daraus gibt sich ein Antwortenkatalog. Ja? Nein? Ah, ich weiss es jetzt gerade noch nicht. Also der Entscheid wird vertagt. Ich frage meine Begleitung. Der Entscheid wird delegiert. Genau jetzt gibt es eine neue Dimension, weil die gefragte Begleitung hat natürlich genau den gleichen Antwortenkatalog. Ja, nein, ich weiss es noch nicht. Oder sie delegiert zurück. Warum willst du denn überhaupt als Energieforum? Das trifft natürlich nur zu, wenn nicht plötzlich weitere Fragen aufkommen. Was willst du an diesem Energieforum? Was gibt es zum Apero? Wer ist Laura Winterling? Die Beantwortung von diesen Fragen bindet schon wieder Ressourcen. Wir können daraus ableiten, je weniger entschieden wird, je mehr neue Fragen und Herausforderungen können sich bilden. Die Schwierigkeit, die richtige Entscheidung zu finden, wird mit der Zunahme der Optionen ja auch nicht geringer. Liebe Gäste, Sie kennen das von daheim. Ab und zu quittiert ein Bauteil den Dienst. Sei das das WLAN, eine Lampe, Toaster oder Mixer. Das lösen Sie ganz einfach mit ein paar Mausklicks im Webshop und das Ersatzteil ist 2 Tage später bei Ihnen daheim. Die Situation ändert sich aber, wenn es der Geschirrspüler ist oder ein Wasserleitungsbruch im Haus oder noch schlimmer, ein Gewitter flutet Ihren Keller mit dem Abwasser. Die Herausforderung ist grösser und Sie müssen unter Druck Entscheid fällen. Es geht um grössere Schäden zu vermeiden oder um einfach wieder den Sollzustand zu erreichen. Sie wollen ja nicht über Wochen mit dem Gartenschlauch duschen. Verfügbarkeit der Anlagen ist auch bei der Regionalgie ein Thema. Wir haben rund 140 Mitarbeiter und außerhalb der regulären Arbeitszeit haben wir immer 6 Leute auf Pike. Sie müssen sich einen Pike-Einsatz etwa so vorstellen. Eben außerhalb der Arbeitszeit wird einem Monteur ein SMS zugestellt, wo einen technischen Alarm darstellt, der ihm mitteilt, dass man Anomalie im Netz hat.
Zum Beispiel, der Wasserstand im Reservoir ist einfach zu tief. Es könnte aber auch sein, dass ein Anwohner anruft und sagt, seine Quartierstrasse sei mit Wasser geflutet. Womöglich ein Wasserleitungsbruch. Der Monteur wird also relativ zügig auf den Schadenplatz gehen und sich ein Bild machen. Mit seinen Anlagen, Ortskenntnis und den Plänen, die er in der Ausrüstung hat, wird es ihm rasch möglich sein, den beschädigten Abschnitt zu isolieren und den Wasseraustritt eben zu stoppen. Der Wasserstand im Reservoir wird sich jetzt auch erholen. Er hat also das Teilproblem 1 gelöst, weiteren Schaden verhindert und die nicht betroffenen Anlagen sind im regulären Betrieb. Als nächstes wird sich der Monteur um die Reparatur der Schadstelle kümmern. Er organisiert eine Tiefbaufirma, es ist ja alles im Boden. Zusätzliche Monteure der Regionalgie und er überlegt sich, welches Material, welches Werkzeug wird er wahrscheinlich benötigen. Er wird dann mit einem Kadermann Kontakt aufnehmen und beurteilen, ob eine weitere Eskalation notwendig ist, zum Beispiel auf Stufe Geschäftsleitung. Oder ob wir eben die Situation im Griff haben. Liebe Gäste, bedenken Sie bitte, das beschriebene Szenario ist noch relativ harmlos, weil es ist ja nur Wasser. Genau das Gleiche könnte ja passieren bei der Gasversorgung. Wenn die Leckage im Gas wäre, dann ist der Stresslevel auf Platz definitiv höher. Womöglich ist die Feuerwehr auch schon ausgerückt, vielleicht sogar mit Blaulicht und dann ist die Presse auch nicht weit und stellt Fragen. Sie haben nun eine Abfolge von mehreren Entscheidungen beschrieben bekommen. Die müssen nach bestem Wissen und Gewissen und vorliegenden Informationen gefällt werden. Sie erkennen jetzt den Titel von meinem Vortrag. Nicht entscheiden ist keine Option. Es geht um die Schadensbegrenzung, es geht um die Wiederherstellung vom Normalzustand und es geht um die Vermeidung von Folgeschäden oder die Ausweitung des Problems im Sinne von Krisen oder noch Schlimmerem. Nach so einem Event, Entschuldigung, nach so einem Issue, sage ich meinen Leuten immer Folgendes. Entscheiden, was zu entscheiden ist, zum geforderten Zeitpunkt. Ich werde ihn dafür nie kritisieren, weil er steht vor Ort. Vielleicht ist es dunkel, kalt und seine Pläne sind nass vom Regen. Wenn wir Stunden später schlauer sind, dann ist es halt so. Er hat müssen entscheiden, er hat das gemacht und das verdient Respekt. Wenn sich im Weiteren sollte herausstellen, dass ein anderer Weg weniger aufwendig gewesen wäre, dann ist das halt eine Erfahrung, die man vielleicht das nächste Mal nutzen wird. Erfahrung kann man nicht eintrichtern, Erfahrung muss man sammeln. Ich werde erst kritisieren, wenn die nötigen Entscheide nicht rechtzeitig getroffen sind. Der Einblick in das Innenleben der Regionie Solothurn lässt sich auch auf grössere Strukturen übertragen. Die Energiewende ist schließlich beschlossene Sache. Das Ziel ist definiert. Dekarbonisierung der Energieversorgung mit dem Zeithorizont 2050. Im Klima geht es ja nicht wirklich gut. Es geht auch darum, Schaden oder und Schlimmeres zu vermeiden. Jede Massnahme und die Beurteilung vom Gesamtkontext, wo der CO2-Ausstoß reduziert ist, willkommen. Es muss einfach gemacht werden. Wir könnten meinen, man geht das Thema Schritt für Schritt an und realisiert das Einfache zuerst. Wir lassen eine Entwicklung zu, gewinnen an Erfahrung und finden für die Zukunft Lösungen, die wir jetzt einfach noch nicht sehen. Ich kann Ihnen sagen, es harzt. Ich stelle fest, die notwendigen Entscheide werden nicht gefällt oder können warum auch immer nicht gefällt werden. Ein paar Beispiele. Ein Baugesuch für eine Biogasanlage wird aus Ressourcenmangel monatelang nicht bearbeitet, Kanton Bern. Bei einer bereits ab Fernwärme angeschlossene Liegenschaften werden den Betriebnahmen aus Budgetgründen verschoben. Die Regionie Solothurn versucht seit 20 Jahren, den öffentlichen Verkehr zu dekarbonisieren. Zuerst mit Gasfahrzeugen, das hat immerhin 25% Reduktion gebracht. Dann haben wir zusätzlich erneuerbare Gas zur Verfügung gestellt. Wir haben sogar einen Vorstoss mit Wasserstoff gemacht. Das ist alles nie gelungen. Aktuell unterstützen wir die beiden Batteriebusse von der BSU finanziell. Die Fahrzeuge werden sogar mit Strom aus Schweizer Wasserkraft betrieben.
wie es wirklich geht, hat die Firma Hess in Bellach mit dem dreimaligen Gewinn vom renommierten nationalen Preis Watt d'Or in der Kategorie energieeffiziente Mobilität bewiesen. Da haben wir noch grosses Potenzial und Rückstand auf das Machbare. Bei unserem stärksten Argument zur Dekarbonisierung, der Fernwärme, können wir jetzt nach 6 Monaten Pause wohl im Juni die nächsten Erschließungsleitungen starten. Ich bin zuversichtlich, dass wir die nächsten mehr oder weniger 3 Jahre in Folge durch werden bauen. Es freut mich auch, dass die Industrie den Nutzen der Fernwärme entdeckt hat. Wir haben in den letzten 2 Jahren jedes Mal 12.000 bis 13.000 Tonnen CO2 eingespart, nur durch Substitution von diesen fossilen Energieträgern. Das sind 229 angeschlossene Liegenschaften. 64 weitere warten noch auf den Betriebnahme. Das ist ein Arbeitsvorrat von gut 2 Jahren. Dass sie die Menge CO2 einordnen können. Sie können mit einem Kleinwagen 1000-mal die Erde umrunden und werden genauso viel CO2 ausstoßen, wie wir jetzt eingespart haben, Jahr für Jahr. Im Jahr 2007 haben wir das erste Mal eine CO2-Bilanz gemacht für die Stadt Solothurn. Wir haben dann 120'000 Tonnen CO2 jährlich nachgewiesen. Ein Drittel aus Ölheizungen, ein Drittel aus Gasheizungen und ein Drittel eben in der Mobilität. Wir werden jetzt parallel zu den vielen laufenden Fernwärmebaustellen die nächsten Erschließungen nach Westen konkretisieren und raumplanerisch sichern. Übrigens, der Watt d'Or, der kommt in jeden über. Aber die Regionalie Solothurn hat im Jahr 2020 gewinnen in der Sparte erneuerbare Energien. Notabene mit der Sparte Gas. Den Einsatz von erneuerbarem Gas werden wir konsequent weiterverfolgen. Neben der Fernwärme und den erneuerbaren Gasen forcieren wir auch den Ausbau der Photovoltaik mit Einspeisetarifen von 26 Rappen pro Kilowattstunde. Das ist schweizweit ein Spitzenwert. Wir machen vorwärts, nicht Gang wie Gang. Liebe Gäste, wir engagieren uns täglich für unsere Kundinnen und Kunden, egal ob aus Wirtschaft oder im privaten Bereich. Bei all unserer Tätigkeit haben Sie weiterhin einen verlässlichen und zukunftsgerichteten Energiepartner an Ihrer Seite. Ich danke Ihnen mal, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend, gute Gespräche und ich freue mich auf einen Austausch mit Ihnen beim anschließenden Apéro. Danke vielmals.